Hallo und herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und diese Woche habe ich das Stempelset Treasured Medallion für euch. Es geht, glaube ich, schon wieder aus dem Sortiment, aber ich musste es euch unbedingt vorstellen. Habe auch keine Ahnung, ob es noch bestellbar ist, aber vielleicht für die, die es zu Hause liegen haben. Hat mir von Anfang an im Katalog sofort gefallen, weil ich gedacht habe, wow, Hintergründe. Ganz toll, man kann es Gold embossen, man kann es Silber embossen auf dunkle Farben. Und war total begeistert und habe es nicht geschafft, euch irgendwie mal eine Woche davon das vorzustellen. Also habe ich mir gedacht, die letzte Woche, bevor der neue Katalog, also bevor ich in eine neue Serie starte, stelle ich euch das Ganze jetzt nochmal vor. Wie gesagt, ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, dunkelblau, also Marine und Brombeermousse und das mit Gold und mit Silber embossed. Und dann stand ich davor und dachte, ich habe so Lust auf Frühling, da kann ich doch nicht so dunkle Farben nehmen. Und herausgekommen ist die Farbkombination Jade, Wassermelone und Hummelgelb. Und ich sehe schon in der Kamera, es knallt. Ja. Dann habe ich das Ganze mit dem Blending Pinsel versucht zu wischen. Das fand ich also auch ganz schön. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Also ich habe nicht überall aufgedruckt. Mal mehr, mal weniger. Hier oben in der Ecke fast gar nicht. Habe zuerst weiß embossed und dann bin ich mit dem Pinsel drüber. Dann habe ich mir die Farbkombi einfach nochmal in Streifen. So habe ich das eigentlich auch im Katalog gesehen, nur eben mit dunklen Farben. So marineblau und also so richtig schön mit Gold. Für Weihnachten zum Beispiel. Und ich finde aber auch, Indien ist ja eigentlich eher so, also er erinnert mich an Indien. Es ist so bunt mit den tollen Saris und deswegen fand ich eine bunte Farbkombi einfach schöner. So. Genau, und dann habe ich als kleines Goodie, also es ist, sagen wir es mal so, normalerweise gehe ich ja immer durch die Süßigkeiten und ja, durch den Supermarkt grundsätzlich, durch die Süßigkeitenregale und schaue, was man verpacken könnte. Dieses Mal war es umgekehrt. Ich trinke gerne von Krüger diese Chai-Latte. Und die habe ich beim Basteln getrunken und gucke mir die Verpackung so an und denke, da ist das Medaillon drin. Also von daher habe ich es dann einfach nochmal verpackt und vielen Dank für eben meine Kundschaft, wer auch immer eine große Bestellung macht oder ja, ich packe ja oben in die Ecke Werbung, aber ich musste euch das jetzt zeigen, dass das so toll zusammenpasst. Und ja, ich habe einfach nur einen Umschlag gemacht, wo man es rausziehen kann und eben draußen nochmal dieses schöne Relief aufgestempelt und eingeprägt mit Weiß dieses Mal auf Wassermelone. Und deswegen musste ich das jetzt nochmal zeigen, auch wenn es Werbung ist, aber ja. Heute möchte ich mit euch diese Karte machen. Es ist die gleiche Farbkombi, also Wassermelone, Jade und Hummelgelb. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht eine andere Farbkombi ausprobieren würde. Ne? Also es war jetzt eine Woche lang Frühling bei mir und ich habe gedacht, nee, eine andere muss noch mal her. Und jetzt ist bei mir diese Woche auch die Vororder gekommen. Sprich, es kam das neue Fräschenlila. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann probiere ich das Ganze doch mal in Farbkombi Fräschenlila aus. Und da fand ich ganz gut Lindegrün und Granit. Und ich hoffe, das kommt in der Kamera gut raus. Ansonsten schaut euch die Bilder auf dem Blog an oder auf Instagram. Da findet ihr dann noch mehr Bilder und dann könnt ihr euch die Farbkombi auch gut angucken.
So, beginnen wir mit der Karte, die wird zugeschnitten. Das ist wieder eine quadratische Karte. Das heißt, wir schneiden bei 14,5 auf der kurzen Seite, falzen bei 14,5. Ihr könnt jetzt auch bei 29 schneiden, aber viele von euch sagen immer, dass sie da Probleme haben mit, dass es eben hier vorne nicht abschließt. Deswegen kleiner Trick, faltet es zuerst und schneidet euch das einfach später ab. Und dann habt ihr, glaube ich, einen besseren Rand. Also ist vielleicht eine bessere Lösung. Als Aufleger braucht ihr auch nochmal Fräschenlila. Ich muss mich noch an den an die neuen Namen gewöhnen von den InColor. Da braucht ihr das Maß 14×14. Und einen weiteren Aufleger in den Maßen 11×11. Da nehme ich mir das Granit, das ist im Hintergrund schön rausguckt. So. Da es für das Stempelset kein Designerpapier gibt, habe ich gedacht, dann machen wir das eben selber. Dann kann ich euch auch gleich das hier zeigen, dass man gerade mit diesen Stempeln eben ein tolles Ergebnis auch als Designerpapier erzielt. Das heißt, ihr nehmt euch einfach das dazu, was euch gefällt. Ich hatte noch den kleinen. Und dann ein Schmierblatt. Oh je, das sieht schon wüst aus, gell? Für die Rückseite. Also einfach, damit ihr auch die Seiten bestempeln könnt. So rum. Moment, der ist schief. Hab ich gar nicht mitgekriegt. So, dann nehmt ihr euch die drei Farben. Ich beginne immer mit dem hellsten, einfach weil, auch wenn ich das zwischendrin immer sauber mache, da brauche ich den hier, ja, ist trotzdem die Gefahr, dass wenn ich jetzt erst in die dunkleren gehe, dass das Grüne gar nicht so schön rauskommt. Vor allem, wenn es schnell gehen muss, wie hier. Ich will euch ja auch nicht langweilen. Deswegen versuche ich immer kurze Videos zu drehen. Geht nicht immer glatt. Also, so wie ich mir das vorstelle, funktioniert das nicht immer. So, Wahlluft drauf los. Also, ihr könnt... Gut, der ist ja schon groß, der Stempel. Also, da reichen jetzt mal drei. Dann gehe ich mir in die nächste Farbe. Dann nehme ich mir das Fräschen Lila. Und auch schön sauber machen zwischendrin. Ja, und das sieht abgestempelt schon wieder super schön aus. Die Kombi würde mir jetzt auch gut gefallen. Die reicht schon. So. Das hat nicht ganz so funktioniert, aber wir können ja eine andere Ecke rausschneiden. Achso, wir können jetzt auch noch den benutzen. Dann nehmen wir auch nochmal das Grau.
Und dann habe ich mir die Stamping White Marker rausgesucht in diesen drei Farben. Und es ist immer ganz schön, wenn man mit der dünnen Spitze einfach wahllos Punkte aufs Papier macht. Ich mache immer drei zusammen, warum auch immer. Das habe ich mir angewöhnt. Ist natürlich auch schön, wenn man wahllos Punkte macht. Das überlasse ich da ganz euch, wie das euch am besten gefällt. Und schon ist eigentlich euer Designerpapier fertig. Wie viel ihr da jetzt drauf macht, ist euch überlassen. Ihr könnt weniger drauf machen, ihr könnt mehr drauf machen. Ich werde jetzt diese Ecke hier ausschneiden. Und zwar mit einem Maß von 11x11, wie vorher auch das Granitpapier. Und ich schaue wirklich, dass alle drei Farben drin sind in dem Moment, wo ist denn meine im Chaos weggekommene Musterkarte? Ich hatte ja hier den kompletten und deswegen konnte ich hier noch den hier in 3D draufsetzen. Das habe ich hier jetzt nicht, deswegen überlege ich, ob ich jetzt noch mal gucken, ob das reicht. Muss ja von jeder Farbe was drauf sein. Es wird knapp. Aber mal gucken. Ja, das geht auch. Das ist auch schön. Okay, also das nehmen wir für die nächste Karte ohne 3D. Aber ich wollte euch ja zeigen, was man noch machen kann. So. Also, ach ja, genau, dann müssen wir noch einmal, also wir haben hier jetzt die Karte und die beiden Aufleger und auch der hier, der kommt hier direkt drauf, wird aber vorher noch geprägt und zwar mit der Prägeform Struktureffekt, glaube ich war es, ja. Die habe ich hier. Und dafür brauchen wir die Stanzmaschine. Das kommt hier rein. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob der das Sortiment verlässt. Ich glaube ja. Ans Zusammenkleben. Das heißt erstmal, ihr könnt die Karte auch so rum machen, fände ich auch mal ganz schön. Machen wir auch gleich. So, und das Granit kommt
hier so schräg auf die Karte. Und die in die entgegengesetzte Richtung. Oh, also ich finde die Farbkombi so schön. Die wurde mir übrigens von Stamina vorgeschlagen. Wir haben als Demos so eine Farbkombi-Palette bekommen. Da stand das drin. Hier jetzt habe ich noch gesehen, einen habe ich noch, der eben aus dem Papier übrig geblieben ist und der ist ganz, der Kreis. Den könnt ihr jetzt ausstanzen mit einer Kreisstanze, mit den lagenweisen Kreisen. Da das aber nicht wirklich relevant ist, könnt ihr das auch ganz einfach mit der Schere machen. Es ist nicht ganz so rund, also es hat ein paar Kanten, von daher passt das auch gut, wenn ihr das mit der Schere macht. Das klebe ich jetzt mit Dimensionals auf. Und versuche, das zu treffen. So, und dann fehlt uns, ja, dann fehlt uns noch der Gruß. Das hier habe ich jetzt weiß embossed auf Hummelgelb. Wir nehmen jetzt noch mal das Grün. Das ist noch mir zu wenig drin. Und dafür brauchen wir erstmal die bestickten Rechtecke. Ich muss mir gerade überlegen, welches ich hatte. Ich glaube, ich hatte das hier. Ja, also das kleinste von, ich meine, ja, von den vielen. Die sind ja noch mal extra hier, aber das ist das kleinste. So. Also noch mal die Stanzmaschine. Reststück in Lindgrün. Mensch, jetzt wollte es mir schon nicht einfallen. In Lindgrün. Und da, finde ich, braucht man gar nichts zu embossen, weil da können wir das dunklere Granit nehmen. Und den Spruch nehme ich mir aus dem Stempelset wie Muscheln. Das habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Allerdings, die Stempel habe ich total vergessen, euch auch wenigstens mal vorzustellen und zu zeigen. Und da ist dieser schöne Spruch drin, alles Liebe und einen wunderbaren Tag. Muss nicht zwingend ein Geburtstag sein, deswegen gefällt er mir so gut. Das habe ich jetzt hier so einfach drauf geklebt. Ich finde aber, mit dem hier kann man es auch gleich kleben mit Dimensionals. Und es ist sehr verwirrend, das jetzt gerade zu kleben, wenn alles quer, also schräg ist auf der Karte. Deswegen nehme ich mir am liebsten mein Lineal, was hier diese Ecke drin hat, einfach damit man gerade bleibt. Und dann gucke ich einfach, wo ungefähr das passen könnte. Es sieht im ersten Moment ein bisschen schief aus, aber es ist gerade. Und dann wären wir heute auch schon fertig. Schreibt mir gerne mal,
welche euch am besten gefällt. Ja, letzte Woche, als ich so auf den Frühling gewartet habe, da war das hier genau richtig, aber so im Endeffekt sind das meine absoluten Farben. Also, schöne Kombi, ich glaube, ich werde davon noch mehr machen. Ja, schreibt es mir gerne mal, würde mich mal interessieren, ob ihr Team Frühling oder Team Jasmin seid. ansonsten wisst ihr ja immer, wie immer, Maße und Anleitung findet ihr auf meiner Homepage www.jasminsideenreich.de und ja, natürlich auch noch weitere Bilder in Nahaufnahmen und dass ihr noch ein bisschen mehr gucken könnt. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit, soll es Materialien sein oder dass ihr vielleicht mit irgendwas nicht zurechtkommt, könnt ihr mir gern eure Fragen schicken. Und wenn natürlich, wenn ihr was bestellen wollt, der neue Katalog geht ja bald, steht schon in den Startlöchern und deswegen könnt ihr auch gerne bei mir bestellen. Sagt mir einfach vorher Bescheid, schreibt mir eine E-Mail oder könnt natürlich auch auf meinem Online-Shop das Ganze bestellen, würde mich freuen. Und ja, ich überlege mir was für nächste Woche. Ach halt, nein, habe ich mir schon. Ja, also, traditionell gibt es ein neues Wir warten auf. Und zwar wieder ein Wir warten auf den neuen Katalog. Und eine ganze Woche lang gibt es Karten mit den neuen Produkten, also was ich schon da habe in meiner Vororder, einfach um euch ein paar Anregungen zu geben. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche Montag schon wieder. Da geht es nämlich los und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.